Mike Quincy, 7. Oktober 2016, übersetzt von Martin Gadeau. Es nähert sich rapide der Zeitpunkt, ab dem die Geschehnisse so vorankommen, wie es erwartet wird. Alle dafür notwendigen Arrangements scheinen getätigt zu sein und warten nun auf die letzten Überprüfungen, bevor die Anordnung erteilt werden kann, mit der Neubewertung der Währungen zu starten. Es bedurfte einer langen Vorbereitungsplanung, um diesen jetzigen Punkt sowie die Kooperationsbereitschaft der vielen, vielen daran beteiligten Personen zu erreichen. Doch das Warten hat sich gelohnt und es wird erkennbar sein, dass der Wendepunkt erreicht ist, auf den diejenigen, die für das Licht wirken, hingearbeitet haben. Es herrscht immer noch Verwirrung hinsichtlich all dessen, was da jetzt vor sich geht und was zum Teil ja von denen verursacht wurde, die gegen den nun eingeleiteten Wandel waren. Auf jeden Fall wird es Gewinner und Verlierer geben, aber der Wandel wird für die gesamte Bevölkerung der Erde von Nutzen sein. Es muss allen die Chance gewährt werden, einen akzeptablen Lebensstandard zu erreichen, mit dem die Ungerechtigkeit in der Verteilung des Reichtums beseitigt wird. Was den Willen Gottes betrifft, so kann nichts den Ausgang der Dinge beeinflussen, was auch immer die Illuminati da noch versuchen mögen. Deren Opposition hat die Kräfte der Lichtseite eher beflügelt, sodass sie sich wesentlich rascher weiterentwickeln konnten, als es ohne diesen Umstand möglich gewesen wäre. Das bedeutet, dass nun sehr viel mehr Seelen die Entwicklungsreife erreicht haben, die sie berechtigt, aufzusteigen. Es besteht jedoch kein Auswahlverfahren bei diesen Seelen, sondern ihr Erfolg hängt einzig und allein von ihren eigenen Bemühungen ab, sich aus den niederen Schwingungen heraus und ins Licht hinein zu entwickeln. Da geht es zunächst nicht darum, sofort zu einem Lichtwesen zu werden, sondern darum, im wesentlichen Teil eures Lebens auch für andere da zu sein. Dies könnt ihr alle auf recht vielfältige Weise erreichen und es ist nicht notwendigerweise auf Leute mit religiösem Hintergrund beschränkt. So könnt ihr anderen auch auf sehr unterschiedliche Art dienlich sein, entsprechend deren Bedürfnissen. Und da geht es nicht immer nur um Geld, sondern es können zum Beispiel sehr reiche Leute aufgrund ihrer Situation auch auf andere Weise sehr viel bewirken. In Anbetracht der gegenwärtigen Weltsituation sehen einige die großen Veränderungen als etwas Unmögliches an. Aber es sollte bedacht werden, dass die Wesenheiten der Lichtseite, die die Menschheit lenken, höchst machtvolle Wesenheiten sind. Sie können die Frequenzebene der Erde verändern, sodass Waffen funktionsunfähig werden. Das heißt, dass der Frieden auch erzwungen werden kann. Und aus karmischer Sicht dürfte das als gerechte Belohnung für diejenigen gesehen werden, die ihr Licht unermüdlich haben durchscheinen lassen, ungeachtet der Schwierigkeiten, denen sie begegneten. Wenn Kriege und all jenes Equipment für Kriege als etwas Veraltetes aus der Mode kommen, können bald wieder Frieden und Glück auf die Erde zurückkehren. Es kann so viel mehr gute Arbeit getan werden, wenn die Menschen sich frei und sicher vor Gefahren fühlen. Eine der wertvollsten Lektionen, die ihr auf Erden lernen könnt, ist das Verzeihen können, was euch äußerst schwer fallen kann, wenn man euch physischen Schaden zugefügt hat. Da ist dann zunächst Vergeltung eure natürliche Reaktion. Aber wenn ihr weiteres Karma vermeiden wollt, ist es das Beste, wenn ihr solchen Versuchungen aus dem Wege geht. Bedenkt, dass ihr nicht unmittelbar für Sünden bezahlt, während ihr euch auf der Erde aufhaltet. Aber ihr werdet irgendwann mit den Konsequenzen konfrontiert werden. Es bedarf einer starken Willenskraft, unter solchen Bedingungen ruhig und gelassen zu bleiben. Macht euch aber klar, dass jede negative Handlung irgendwann wieder gut gemacht werden muss. Die biblische Geschichte von Jesus und dessen Aussage,
Dass man auch die andere Wange hinhalten soll, ist symbolisch für die Haltung, die ihr anstreben solltet. Bleibt gelassen und geht der Versuchung, Rache zu üben, aus dem Wege. Wenn man aus der höheren Ebene der Liebe auf die Dinge blickt, fasst dieser Überblick all das zusammen, worauf ihr euch konzentrieren solltet. Ebenen, die euch ansehen, haben mehr Licht und mit dieser Energie könnt ihr Wunder wirken. Die Energie des Universums ist das Wundermittel, das Allheilmittel für andere Gebrechen. Und wenn ihr aufsteigt, ist sie das prinzipielle Merkmal eures Lebens. Sie ist die ultimative Energie, mit der ihr Wunder vollbringen könnt. Sogar auf der Erde hat sie bereits einige wundersame Heilungsprozesse in Gang gebracht. Und das betrifft auch die Selbstheilung. Es scheint so einfach zu sein, diese Erkenntnis in die Tat umzusetzen. Aber insbesondere auf der Erde werdet ihr mit derartig vielen unterschiedlichen Energien bombardiert, dass es zuweilen schwierig ist, auf Liebe fokussiert zu bleiben. Das Licht auf der Erde durchdringt die Finsternis und füllt sie mit seiner höheren Energie. Langsam aber sicher gewinnen die Veränderungen an Bedeutung und verankern das Licht, sodass alle sich seiner erfreuen können. Und irgendwann wird es da überhaupt keine niederen Energien mehr geben. Und dann wird das goldene Zeitalter wahrlich begonnen haben. Das wird eure erste Erfahrung totalen Friedens auf Erden sein. Und es wird 1000 Jahre währen, bis zugelassen werden wird, dass die niederen Energien mit diesem Frieden verschmelzen. Bis dahin werdet ihr als Wesenheiten des Lichts so weit fortgeschritten sein, dass ihr nicht mehr wiederzuerkennen sein werdet. Deshalb werden sich alle Zeit und alle Mühen lohnen, die ihr darauf verwendet, eure Eigenschwingung zu erhöhen, und ihr werdet es nie bereuen. Ihr werdet bereits bemerkt haben, dass eure Regierungen und deren Politik allmählich unter Druck geraten hinsichtlich Veränderungen, und der allgemeine Trend bewegt sich weg von den Kriegstreibern. Die Völker haben genug Erfahrungen gemacht mit all jenen Dingen, die mit Krieg in Verbindung stehen, und eine starke Sehnsucht nach Weltfrieden schlägt allmählich Wurzeln. Noch habt ihr da eure sogenannten Brennpunkte, an denen keine Aussicht auf friedliche Lösungen zu bestehen scheint. Sie existieren noch aufgrund der Auswirkungen von Karma, das bereinigt werden muss, bevor wahrer Frieden etabliert werden kann. Und in diesem Zuge werden zugleich noch Machtspiele ausgespielt. Dennoch werdet ihr schließlich erleben, dass die Geschehnisse sich auf höchst annehmbare Weise entwickeln, wenn das Streben nach Macht über die Völker in seine Schranken gewiesen wird. Das Wissen darum, dass große Veränderungen bereits um die Ecke auf euch warten, scheint manche Menschen untätig werden zu lassen. Doch es ist ratsam, weiterzumachen wie bisher und auf die Veränderungen zu reagieren, wenn sie geschehen. Es liegt keinerlei Gewinn darin, erst einmal abzuwarten und zu sehen, was geschieht. Denn auf lange Sicht werden alle entsprechend ihren Bedürfnissen von den Veränderungen profitieren. Es mag vielleicht eine Weile dauern, bis sie bei jedem Einzelnen angekommen sind. Aber macht euch keine Sorgen, niemand wird vergessen werden. Denkt daran, dass der Beistand, der euch seitens eurer galaktischen Freunde gewährt wird, auch weiter bestehen bleiben wird, sodass sichergestellt ist, dass die Dinge zügig vorankommen. Da auch neue Erfindungen an euch weitergegeben werden, wird das Leben ein neues Gesicht bekommen und euch viel mehr Zeit für eure eigenen Bedürfnisse lassen. Seid versichert, dass alle Angelegenheiten in der vorbereitenden Planung wohl bedacht worden sind, sodass euer rascher Eintritt ins neue Zeitalter garantiert ist. Bleibt auf eurem Pfad des Lichts und lasst nicht zu, dass irgendetwas euch
von eurer Absicht abbringt. Da gibt es ja immer noch Gruppen, die nur ihre eigensüchtigen Interessen im Sinn haben und von nichts Halt machen würden, um sie auf Kosten anderer durchzudrücken. Aber ihre Erfolge werden nur von kurzer Dauer sein und ihre Bemühungen werden schließlich in Enttäuschung enden. Sie kämpfen bereits um den Erhalt ihrer Machtpositionen und früher oder später wird ihnen gänzlich Einhalt geboten werden. Die höheren Mächte wissen um alles, was da vor sich geht. Und für die Dunkelmächte gibt es keinen Ort, wo sie sich verstecken könnten. Sie werden sich für vieles verantworten müssen und werden ihre Lektionen zu lernen haben, wie alle Seelen, wenn sie vom Weg des Lichts abirren. Während ihres Aufenthalts in der Dualität lernen alle Seelen durch Erfahrung und erleben aus erster Hand, was geschieht, wenn ihre Eigenschwingung herabgesetzt ist und sie weniger Verbindung zum Licht haben. Ich hinterlasse euch nun wieder meinen Segen. Möge das Licht eure Tage und euren Weg in die Vollendung erhellen. Diese Botschaft kommt durch mein höheres Selbst. In Liebe und Licht, Mike Quincy.